Hallo und herzlich willkommen, dass ihr wieder mit am Start seid zu einer neuen Ausgabe von Wir zocken uns noch Gothic 3 Götterdämmerung. Ja, Jorgenson hat mir die Saves heute mit nur einem oder mit einem Kommentar gegeben, und zwar mit dem Kommentar: Es tut mir leid. Ich habe Angst. Ich mache jetzt einfach gar nichts. Ich warte ab, erstmal was passiert, und gucke mir das erstmal ganz entspannt an, um mir eine Übersicht von der Situation zu verschaffen. Aha. Verstehe. Okay, also er hat jetzt Enoch. Er hat die Sache mit dem Schwarzmagier anscheinend geregelt. Du. Und was habe ich noch in den meinen letzten Folgen gesagt? In meinen letzten Folgen habe ich immer noch gesagt, nee, ich zock dem das Gold nicht. Ich zock die Items nicht, weil ich weiß ja nicht, was er vielleicht noch verwenden möchte. Ich habe immer versucht, nett zu sein. Ich habe immer versucht, das so zu machen. Auch in der Arena in Trelis und so. Ich bin nicht in den Ring reingegangen, weil ich mir gedacht habe, komm, dann hat er wenigstens noch Zeit, sich vorzubereiten und so. Ich verkaufe keine Rüstung, keine Items, kein Geld. Das Geld verstecke ich nicht und so Sachen. Weil ich eben nicht Assi sein wollte. Also ich gehe da jetzt natürlich nicht rein. Aber gut, Jorgenson, du willst auf diese Art und Weise spielen? Gerne, ich nehme die Herausforderung an. Ab sofort bleibt das ganze Inventar leer. Es gibt kein Geld mehr, es gibt keine Items mehr, es gibt gar nichts mehr. Alles, was ich jetzt finde, werde ich mir in meiner eigenen persönlichen Truhe absafen. Und da werde ich mir eine Truhe aussuchen, die ich wirklich gut verstecken werde. Oder beziehungsweise eine Truhe suchen, die wirklich gut versteckt ist. Das Problem ist jetzt halt, ich weiß halt nicht, wo er sein Versteck hat. Das ist jetzt halt das Problem. Ich weiß nicht, wo er jetzt hergegangen ist und sein Versteck drin gemacht hat. Das könnte jetzt so gut wie jede Truhe sein, die schon mal geöffnet wurde. Ich gucke jetzt hier nur innerhalb vom Tempel, vielleicht, weil das wäre vielleicht schlüssig. Er hat Enoch mitgenommen und hat direkt seine Sachen hier gelassen. Vielleicht habe ich Glück. Ah gut, aber andererseits, das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach. Ich brauche einen Dietrich. Ich krieg einen Anfall, ey. Nee, das wäre zu einfach, wenn er das jetzt hier gemacht hätte schon. Der wird sicherlich irgendwo eine Kiste genommen haben, die extrem unscheinbar ist. Da ist nichts mehr zu holen. Ach gut, ich kann auch einfach rechts. Da ist nichts mehr zu holen. Der wird sicherlich irgendwo eine Kiste genommen haben, die mega unscheinbar ist, die super gut versteckt ist. Und das werde ich jetzt wahrscheinlich niemals finden in der halben Stunde. Aber ich gehe mit Enoch jetzt erstmal nach Sylden. Das ist ja die Quest. Und ja, Jorgenson hat mich jetzt herausgefordert und ich nehme die Herausforderung an. Und jetzt kann ich natürlich von, in Anführungszeichen, Glück sagen, dass ich ja schon das 7-Mann-1-Safe-Game-Projekt gemacht hatte damals und da durchaus schon mit ähnlichen Fiesheiten, sage ich jetzt mal, zu tun hatte. Und ich werde mir heute was ganz, ganz Ekelhaftes für Jorgenson ausdenken. Er hat's herausgefordert. Ich wollte nett spielen. Ich habe immer ihn immer in Schutz genommen, immer gesagt, nee, ich mach sowas nicht. Aber er hat's jetzt einfach, er wollte es jetzt einfach so. Er hat's jetzt herausgefordert und jetzt gibt's kein Zurück mehr, Jorgenson. Jetzt hast du es herausgefordert. Ich weiß nicht, welche Folge das hier ist, die wievielte. Aber Fakt ist, ich werde dafür sorgen, dass du in diesem Let's Play nicht mehr glücklich wirst. Und dann schreibt er mir noch, es tut mir leid. Der Schmierige, ey. Der Schmierige.
Tja, alles, was ich jetzt einsammeln werde, das gesamte Inventar. Egal wie, was das für ein belangloser Scheiß ist, ja? Ob das so Pflanzen sind oder hier Schwefel oder whatever. Das werde ich alles upsafen. Oder ich werde es vorher noch zu Gold machen. Und werde es upsafen und werde das, ja. Nicht für Jorgensen zugänglich machen. Das Hauptproblem ist allerdings, wir haben wahrscheinlich noch nicht so viel von der Welt erkundet. Und das Problem könnte natürlich sein, dass, zwei Schattenläufer, okay. Oh! Ja. Geil, Alter. Mega. Den habe ich gar nicht gesehen. Um dich ist es nicht schade. Aber wir haben super viel Mana, also es passt schon. Dich habe ich ja gar nie gesehen. Geil. Junge, geh weg. Ach. Ja, es stellt sich halt die Frage. Ich lasse sie erstmal kämpfen. Es stellt sich halt wirklich die Frage so. Wo hat er das jetzt versteckt, den Loot? Eigentlich, ich sollte es mir jetzt eigentlich zur Aufgabe machen, ganz Geldern abzusuchen und den Loot zu finden. Aber vielleicht hat er den halt auch in Silden versteckt und will mich baiten. Dass ich nochmal in Geldern jetzt suche, vielleicht. Vielleicht geht er davon aus, dass ich denke, dass es in Geldern ist. Das ist jetzt halt schwer zu sagen. Oh Mann, ich bin jetzt total hin und her gerissen. Was ich jetzt tun soll. Soll ich jetzt versuchen, sein Versteck zu finden, was überall sein könnte, um ihm eins auszuwischen? Oder soll ich einfach straight weitermachen und einen neuen Trick finden? Das ist jetzt schwer zu sagen. Warum gehst du denn auf mich, du Idiot? Okay, raus hier. Das bringt nichts, das bringt jetzt nichts. Er hat mir halt nichts gelassen. Wirklich, absolut gar nichts. Er hat das ganze Inventar leergeräumt. Er hat alles genommen. Er hat's faustdick hinter den Ohren. Also ich ärgere mich ja eigentlich nicht, dass er es getan hat, ja, weil das bringt ja auch eine gewisse Würze ins Projekt, so, ne, das ist ja auch alles okay. Und an sich finde ich das auch nicht schlimm. Mich ärgert nur, dass ich so naiv war und das nicht gemacht habe, vorher schon. Das ärgert mich einfach so ein bisschen. Dass ich an das Gute in ihm geglaubt habe und jetzt quasi die Quittung bekommen habe dafür. Ich hätte auf kurz oder lang damit rechnen können, dass sowas in der Richtung passiert. Da hätte ich irgendwie mit rechnen müssen. Lass mich. Gibt's hier keinen Händler, der hier irgendwie ein Schwert vertickt oder so? Ich ruhe mich ein wenig aus. Was ist denn? Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Wo könnte der das versteckt haben? Also die nicht gelooteten Kisten. Prinzipiell brauche ich die ja nicht absuchen. Ich kaufe mal eine Spitzhacke. Verkauf dem mal das ganze Schwefel. Dietriche sollte ich vielleicht auch kaufen, ne? Komm, ich hole mir mal 5 Dietriche. Der könnte das aber auch genauso gut in Treles alles versteckt haben. Oh Mann, ey. Das ist jetzt... Ha! Ich hab's gefunden. Ich wusste nämlich, dass ich die Kiste schon mal gelootet hatte. Nee, mein Freund. So nicht, mein Freund. Da hatte ich jetzt... Oh, nicht schlecht. Er hat die Dunkelformrobe gekauft. Interessant. Okay. Er hat natürlich einige bessere Werte tatsächlich. Das ist gut. So, mein Freund. Den Spieß drehen wir jetzt um. Ich bringe Inok jetzt nach Silden.
Und dann suche ich mir eine Kiste. Mein Freund. Und ich werde dafür sorgen, dass du bis zum Arsch der Welt rennen musst, um die zu finden, Alter. Ja gut, die Sache ist natürlich, wenn diese Folge hier rausgekommen ist, werde ich mir wahrscheinlich schon eine andere Truhe gesucht haben. Denn ich gehe jetzt mal davon aus, dass Jorgenson die Folgen auch gucken wird. Genauso wie ich die auch gucken werde, um zu gucken, was er gemacht hat. Aber ich werde dafür sorgen, dass er den Scheiß nie wieder zu Gesicht bekommt. Dafür sorge ich. Der hat diesen Krieg jetzt angezettelt und jetzt muss er ihn aussitzen. Ich muss zugeben, ich hatte jetzt wirklich großes Glück gehabt, dass ich jetzt die Kiste auf Anhieb gefunden habe. Ich werde ihm die Saves auch ohne Kommentar geben. Also ich werde das gar nicht groß kommentieren. Ich werde ihm einfach nur die Saves geben. Und werde einfach nur. Um dich ist es nicht schade. Werde einfach nur ihm die Saves geben und nichts sagen. Aber ich werde es genauso machen. Ich werde definitiv alles an Sachen, an Rüstungen, an Gegenständen, ich werde alles so heftig verstecken, dass der das nie wiederfindet. Oder nur durch riesen Glück und riesen Zufall. Ich muss natürlich zusehen. Achso, wir haben erst 11 Minuten. Okay, das passt. Ich habe auch schon eine Kiste im Visier. Oder im Kopf. Und zwar gibt's hinten bei Silden diese Jäger. Also diese Waldläufertruppe. Ihr erinnert euch vielleicht. Ich glaube in der zweiten oder vierten Folge. Aus meiner Sicht sozusagen. Haben wir die schon mal besucht. Und dort hinten werde ich mir irgendwo eine Höhle suchen oder eben eine Kiste suchen. Wieso leben eigentlich die ganzen Hühner wieder? Die dürften doch gar nicht leben. Ich habe die doch alle umgebracht. Okay. Okay, gut. Wundert mich sehr. Wie gesagt, ich werde mir dort erstmal eine Kiste suchen und werde dort alles verstecken und ich werde aber danach nicht direkt in der Nähe dort stehen bleiben, logischerweise, sondern ich werde mich irgendwie nach Geldern aufmachen oder nach Treles am besten, ganz, ganz weit weg von dieser Kiste und werde auch ihn ohne irgendetwas zurücklassen. Oder ich bin richtig asozial und verteile den Inhalt des Inventars auf mehrere Kisten in der ganzen Spielwelt. Aber das wäre mir ein bisschen zu zeitaufwendig. Da würde ich auch nicht mehr vorankommen, würde ich keinen Progress mehr machen. Und, ja. nee, mein Freund. So haben wir nicht gewettet. Der hängt dort fest, Mann. Bitte sag mir, dass das jetzt nicht wahr ist. Okay, gut, komm jetzt. Wir haben jetzt schon zu viel Zeit verloren. Ja, so werde ich das machen. Oder vielleicht mache ich das nicht mit allen Gegenständen. Nee, doch. Er hat's gejinxt. Er hat's mit allen Gegenständen gemacht. Ich werde es jetzt auch so durchziehen. Ist mir völlig egal. Er wird wahrscheinlich dann zu Beginn der nächsten Folge denken, dass ich halt seinen Loot nicht gefunden habe. Hoffe ich jedenfalls. Oder noch besser. Okay, jetzt hab ich... Nee, das geht ja nicht mehr. Okay, nee, es geht nicht mehr. Ich hätte jetzt sonst gesagt, hey, Dylan ist ja auch hier. Ach so, das war wahrscheinlich wegen der Eskorte, ne? Ich hatte jetzt kurz überlegt, dass ich einfach an der Stelle wieder aufhöre, wo er mich rausgeschmissen hat. Aber Enoch ist ja dann nicht mehr da. Das heißt, er würde ja mindestens wissen, dass ich Enoch nach Silden gebracht habe. Nee, das können wir so nicht machen. Wir müssen ja auch auf gewisse Weise ein bisschen Progress machen, ja? Oder... Das ist zumindest mein Anspruch, dass ich in jeder Folge irgendwie ein bisschen was für einen Fortschritt tue. Und, Wo ist mein Bruder? Ich mache mir Sorgen um ihn. Du musst ihn so schnell wie möglich hierher bringen. Es ist wahr. Anton versteckt Spione im Wirtshaus. Dann muss er sterben. Seine Frau wird erstmal hier bleiben. Es hat sie ziemlich mitgenommen, gegen ihren Mann auszusagen. So, erledigt. Ich habe Enoch mitgebracht, also machen wir uns an die Arbeit. Okay. Es gab erstmal. Was hast du vor? Bevor wir anfangen, muss ich erst noch eine Entscheidung treffen.
Entweder bitten wir Gorn um Hilfe oder... Was? Er hat diesen ganzen Krieg doch erst angezettelt. Auf seine Hilfe können wir verzichten. Auch wenn es hier nicht passt, wir werden seine Hilfe brauchen. Und wie soll er uns helfen? Er könnte uns Soldaten schicken, die uns im Kampf gegen die Orks unterstützen. Weißt du auch, was du da tust? Mit Kämpfen habe ich mehr Erfahrung als jeder andere. Vertrau mir. In Ordnung. Okay, ich wollte eigentlich kurz nochmal hier... Urak Shaka! Urak Shaka! Urak Shaka! So, ich hoffe, das passt. Sie hat Myrtana einen großen Dienst erwiesen. Sorgt dafür, dass es ihr gut geht. Klar. Ich werde mich um sie kümmern. Erledige du in der Zeit die Sache mit Anton. Er wird sich um sie kümmern. Wenn Gorn uns nicht helfen will, sollten wir mit Torus reden. Warum das? Ach, verstehe. Er soll die Angriffe durch die Orks beenden. Genau. Und deshalb sollten wir nicht länger warten. Okay, gut. Ich könnte jetzt noch Anton töten, das ist okay. Der hat noch Geld. Okay, pass auf. Die können wir jetzt eigentlich verticken. Und den Stärkeren verticken wir jetzt auch. Er hat dieses Großschwert offensichtlich auch verkauft. Also entweder hat er es verkauft oder er hat es woanders versteckt. Interessant. Oh, das ist ja viel zu teuer. Er hat irgendwie dieses Großschwert, was ich... Und er hat diesen Schwarzmagier getötet, okay. Aber was hat er mit diesem Großschwert gemacht? Das wundert mich ein bisschen. Vielleicht hat er es auch einfach verkauft. Aber ich glaube nicht, dass er den Loot in mehreren Kisten verteilt hat. Und dann das Großschwert irgendwie noch in einer separaten Truhe. Das glaube ich irgendwie nicht, aber... Ich weiß, ich bin mir jetzt echt nicht mehr so sicher, ja. Anton, ich bin zurückgekehrt, um Myrtana wieder aufzubauen. Und für Verräter wie dich ist kein Platz. Sie hat dich also auch um den Finger gewickelt. Nun ja. Krieg ich dich doch noch! Komm mit. Wir müssen es nicht hier drin machen, weil ich dann Angst habe, dass die anderen NPCs auf mich losgehen. Darauf habe ich keinen Bock. Aber mit Robe sieht das schon deutlich cooler aus, mit dem Kampfstab, ne? Deshalb. Komm mit, Anton. Bleib stehen! Oder ich überlege gerade, soll ich mir nicht lieber eine Kiste suchen, die in der Natur ist? Und nicht in bewohnten Gegenden? Oh. Boah, Alter. Ach so, ich liege auf der Vier, ich Trottel. Au! Au! Das hat mir Stärke plus 1 gebracht, okay. So. Ich will jetzt nochmal was gucken. Wir haben jetzt Progress gemacht für diese Folge, das reicht erstmal. Ich will was gucken. Und zwar, ihr kennt doch bestimmt alle, in Gothic 3 gibt es doch diese Where's the Guru-Höhle. Da hinten bei den Wasserfällen, ne? Ich will checken, ob die jetzt irgendwie noch da ist, erstens. Und zweitens, ob die irgendwie begehbar ist. Das würde mich noch interessieren. Ich bin am Überlegen, ob ich Jorgensen auch noch irgendwie in so einer Gruppe Wölfe einfach stehen lasse und speichere und denen das schicke, einfach aus Rache. Aber das, ich weiß, dass dann, was dann passiert, dann wird er wahrscheinlich kein Progress mehr machen in der Folge. Und das ist dann auch doof. Das geht natürlich auch nicht. Das war aber auch schon ganz schön sportlich hier. Ich verstehe, dass das eben auch nicht geht. Also, weil er dann ja auch nicht mehr weiterkommt. Und das, dann geht's auch nicht voran. Das will ich eigentlich auch nicht. Das ist auch schlecht. Deshalb sollten wir das eigentlich vermeiden. Stör mich nicht. Schade, ich hab gehofft, du bringst mir was bei oder handelst oder sowas. Zu schwer. Man hat 22 Lernpunkte, die sollte ich eigentlich investieren. Ich gucke mal die Höhle dort hinten an. Ich gehe mal in die Höhle und gucke mal, ob es dort eine Kiste gibt. Dann würde ich erstmal das Zeug in der Kiste verstecken. Ach nee, komm, ich,
Ich weiß nicht, ob die 10 Minuten jetzt noch reichen, um zu dieser Höhle da hinten hin zu spacken und zurück und dann nochmal nach Treles oder Geldern zu gehen. Oder ich überlege, ob ich die Teleportsteine wenigstens im Inventar lasse. Damit ich dann später behaupten kann, ja, ich war nicht ganz so assi wie du. Nee, aber alles gut. Gott sei Dank haben wir die Tränke noch. Der hat auch von den Mana-Tränken ordentlich Gebrauch gemacht, wie ich sehe. Aber das ist okay. So, super viele Heilpflanzen. Da, 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 da. Oh. Ey, an diese Höhle kann ich mich gar nicht erinnern. Abgefahren. Okay. Da verstecke ich das doch mal in dieser Höhle. Oh, wie süß sie kuscheln. Ja, guck mal. Zu schwer. Okay, nicht schlimm. Pass auf, der findet das hier niemals. Der findet das nie und nimmer. Ich lass auch alle Teleporter und alles hier. Das wird der niemals finden. Zumindest nicht in der nächsten Folge. Hoffe ich jetzt jedenfalls. Wenn der das in der nächsten Folge findet und ich guck dann... komm dann hierher und guck nach und es ist alles weg. Das würde nicht mit rechten Dingen zugehen. Aber wie gesagt, das Spiel kann ich auch spielen. Und wenn er das unbedingt spielen will, dann spiele ich mit. Wir gehen jetzt nochmal zu den, wir haben ja volle Lebensenergie. Brauchen wir jetzt nicht hier uns jetzt nochmal schlafen legen. Ich habe jetzt noch 22 Lernpunkte. Die will ich jetzt noch ausgeben. Wir gehen jetzt nach Geldern zurück. 8 Minuten habe ich jetzt noch Zeit. Habe ich die Wölfe mal umgelegt? Ich weiß es nicht. Egal, wenn ich jetzt nach Geldern gehe, der wird niemals wissen, dass ich zwischenzeitlich hier oben war. Er wird vielleicht denken, okay, der war in Silden, hat Enoch hingebracht, also wird er vielleicht irgendwo in Silden seine Kiste haben. Weil er wird... Na, guck mal, hier ist auch noch nichts gelootet. Warte mal, ich nehme aber mal den Inhalt dieser Kisten hier mit, schnell. Weil er wird wahrscheinlich in Geldern, er wird erstmal in seiner, okay, er wird in Geldern erstmal in seiner Truhe gucken wollen, ob ich das gefunden habe. Gehe ich jetzt zumindest mal von aus. Ich gehe stark davon aus, dass er, um seinen Spielstand weiterzuspielen, wird er gucken, ob's, und will er seine Kiste wieder aufsuchen und will das Zeug rausnehmen, damit er weitermachen kann, um die dann später wieder dorthin zu bringen. Aber wenn er merkt, dass die Kiste leer ist, dann wird er wissen, dass ich es gefunden habe. Und, dann wird er auch wissen, dass ich ein neues Versteck gesucht und gefunden habe und das Zeug neu versteckt habe. Und deshalb, ich lasse jetzt ein bisschen so Kleinkram, ich lasse das jetzt mal drin, so damit kann er nicht viel anfangen, hier. Das nützt dem alles nicht so viel, also, oder verstecke ich das auch nochmal? Weiß ich nicht, komm, das bisschen klein, oh, das behalte ich einfach mal. Er wird sich da vielleicht wundern, aber er wird sich... vermutlich eher darüber ärgern, dass ich seine Kiste gefunden habe und das Zeug rausgenommen habe und neu versteckt habe. Und auf seine Reaktion, ey, da bin ich ja mal sowas von gespannt, wie er darauf reagieren wird. Eigentlich hätten wir hätten das jetzt eigentlich nicht mehr nennen sollen, wir zocken noch, sondern Let's Troll oder irgendwie sowas. Anders müssen wir den Content ja irgendwie aufwerten, ne? Ich wünschte, ich könnte dem irgendeine Botschaft in seiner Kiste irgendwie zurücklassen. Also, es wäre so geil jetzt, wenn man irgendwie so Zettel individualisieren könnte. Komm, ich leg dem aber ein was in diese Truhe. Ein was leg ich dem jetzt hier rein, so als Trollgegenstand. Eine Wurst wäre super. Komm, iss mal eine Möhre, Bruder. Ich lasse ihm eine Möhre da drin. Hat er hier noch was reingetan? Nee, er hat es nicht gesplittet. Pass auf. Dann lege ich den restlichen Scheiß, den lege ich jetzt da rein. Aha, interessant. Wenn was drin ist, wird auch die Kiste wieder orange. Das ist interessant. Das ist interessant. Okay, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, pass auf. Wir gehen jetzt nochmal zu dem Druiden. Dafür reicht die Zeit noch. Oh nein, ich bin so ein Dulli. Um Sachen zu lernen, braucht man doch auch Gold. Fuck.
Okay. Ja, na gut, okay. Bring. Shit. Oh, das habe ich ganz vergessen. Mist. Okay, naja gut, ist ja nicht so schlimm. Er kann ja damit, mit den Lernpunkten kann er auch erstmal nicht so viel anfangen, solange wir kein Gold im Inventar haben. Okay. Oh, ich muss unbedingt nachsehen, welche Folge das ist. Nicht, dass ich vergesse, mein Versteck zu wechseln. Okay, mein Versteck ist irgendwo hier. Ich müsste jetzt eigentlich irgendwo hier hinlaufen. So, möglichst weit weg von dieser Kiste. Wir haben ja eh die Quest, wir müssen mit Torus reden. Ist das dein Ernst? Also gehe ich jetzt erstmal nach Treles. Nee, ich nutze jetzt die letzten 4 Minuten, die ich noch habe, die nutze ich jetzt noch, um so weit wie möglich von Sylden wegzulaufen. Vielleicht ist es für ihn ein indirekter Hinweis, dass ich es irgendwo bei Sylden versteckt habe. Voll interessant, hier sind überall neue Viecher gespawnt, nicht schlecht. Muss ich ein bisschen aufpassen jetzt hier. So, ich muss jetzt so weit wie möglich von Sylden weglaufen, aber vielleicht versteht er das als Hinweis. Der wird vielleicht denken, von welchem Ort sind wir jetzt am weitesten weg? Aha, von Sylden, also hat er seinen Scheiß irgendwo in Sylden versteckt. Vielleicht ist das ein Hinweis für ihn. Aber andererseits, ey, ich bin mir zu 99% sicher, dass er diese Kiste niemals finden wird. Niemals. Vor allem, wenn ich jetzt so weit wie möglich davon weglaufe, wird er das niemals finden. Ich hatte jetzt nur echt unverschämtes Glück gehabt, dass ich die Kiste auf Anhieb gefunden habe, sonst hätte ich das auch nicht gefunden. Ich bin so auf seine Reaktion gespannt. Ich bin so auf seine Reaktion gespannt, wenn das Video dann rauskommt bei ihm. Ach, das ist ja nur ein Hirsch. Moin. Ich überlege jetzt noch, ob ich an einen Ort gehe, um ihn nochmal zusätzlich zu trollen. Nicht in einen Kampf oder so, aber jetzt halt irgendwie in den Graben hier springen, damit er erstmal einen Weg rausfinden muss oder sowas. Na gut, pass auf, 3 Minuten haben wir noch. Dann quatsche ich jetzt nochmal kurz mit Torus. Um noch ein bisschen Progress zu machen. Ich komme aus Sylden. Anok möchte, dass du die Ork-Angriffe auf die Karawanen beendest. Kann ich mir vorstellen, dass er das will. Aber meine Leute sind im Krieg und dafür brauchen wir Waffen und Erz. Anok kann sich bei deinem Kumpel Gorn bedanken. Der ist schuld an dieser ganzen Sache. Ah, okay, ich hätte wählen können. Okay, na gut. Ich will, dass du den Orks befiehlst, die Karawanen aus Geldern nicht mehr anzugreifen. Geldern hat mit deinem Krieg gegen Gorn nichts zu tun. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Allerdings finden wir in letzter Zeit immer öfter Waffen und Erz. Lass mich dir helfen. Ich kann Gorn dazu bringen, seine Angriffe zu beenden. Dann können wir alle zusammenarbeiten. Die Zeiten sind hart und ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann. Wenn du mir helfen willst, musst du dich mir erst beweisen. Behandelt man so etwa jemanden, mit dem man schon zahllose Male Seite an Seite im Kampf gestanden hat? Ich habe auch mit Gorn schon oft Seite an Seite gekämpft. Das verstehe ich nicht so ganz, diese Aussage. Weil, gut, wir wissen nicht, was vor Gothic 1 war, aber ich denke mal, Torus und Gorn, die haben sich immer gegenübergestanden und nicht Seite an Seite. Diese Aussage kann ich also nicht so ganz verstehen. Ich denke drüber nach. Ich hätte es logischer gefunden, wenn er irgendwie gesagt hätte, weiß ich, keine Ahnung. Wann hat Gorn und Torus denn mal Seite an Seite gekämpft? Nie, das war nie. Weder in Gothic 1 haben sie sogar gegeneinander gekämpft. In Gothic 2 sind sie sich nicht über den Weg gelaufen. Und in Gothic 3 sind sie sich im Normalfall eigentlich auch nicht über den Weg gelaufen. Torus hat für die Orks gearbeitet und Gorn für die Rebellen. Also kann das schon mal alles nicht stimmen. So. Aber gut, wir wissen halt nicht, ne, was vor Gothic 1 war. Es kann natürlich sein, dass die vor Gothic 1 doch irgendwie mal ein Techtelmechtel hatten oder sonst was. Keine Ahnung. Das kann man jetzt natürlich nicht sagen, aber ja. Mal sehen. Oh Mann, ich bin so auf seine Reaktion gespannt. Ich bin so auf seine Reaktion gespannt. Super schade, dass Jorgenson nicht mit Facecam arbeitet. Das hätte ich super witzig gefunden. Wer bist du denn? Ein mystischer Wanderer. Komm, es passt. Wir setzen Jorgenson jetzt in dieser Höhle hier aus. Hier beende ich jetzt die Folge und wenn er aus der Höhle rauskommt... Okay, gut, nee, das muss jetzt nicht sein.
Andererseits hat volles Mana, was soll das? So, ich speichere jetzt hier. Und dann wird dieser Minecrawler aus... Schade. Ich hätte jetzt gehofft, dass ich jetzt da reingehe. So, er sieht jetzt nicht, komm, was hinter ihm passiert. Er kann wegrennen, das kann er machen. So. Okay, ich danke recht herzlich fürs Zusehen. Ich bin übergehypt, was in der nächsten Folge passiert. Die kommt morgen bei Jorgensen raus und übermorgen geht's dann bei uns weiter. Also bei mir hier. Bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Ciao.